Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu diesem wundervollen Turnierscreen. Ja, weil wir spielen heute mal nicht Ultimate Team. Wir spielen heute FIFA 21 und zwar eigenes Turnier. Wir erstellen heute die UEFA, Entschuldigung, die UEFA, die Super League, die European Super League. Hat nichts mit der UEFA zu tun, nichts mit FIFA. Wir hauen jetzt einfach mal diese 12 Mannschaften rein, die diese Liga gegründet haben, um die aktuell so heiß diskutiert wird. Ja, wie gesagt, haut mir einfach mal eure Meinungen zu dieser Liga in die Kommentare, würde mich super interessieren. Ich habe gestern schon ein bisschen gesagt, ich bin so ein bisschen, einerseits finde ich es cool, andererseits denke ich mir so, what the fuck, wird auf jeden Fall den Fußball so wie es zerstören, was sich aber die letzten Jahre eigentlich schon abgezeichnet hatte. Okay, The Super League geht nicht, denke ich mal nur Super League. Was sich eigentlich die letzten Jahre schon abgezeichnet hat durch Transfersummen und drum und dran, wo man einfach sagt, Alter, kein Mensch der Welt ist 200 Millionen wert. Egal, ob der Neymar heißt, egal, ob der Mbappé heißt, ob der LMAA heißt oder ob der Hau dich weg heißt. Sauf dich voll. Es ist komplett wurscht. Keiner ist so viel wert. Niemand. Genau, erweiterte Einstellung machen wir jetzt einfach mal ein. Okay, pass auf, wir haben 12 Teams automatisch besetzen. Nein, Super League. Weiter. Genau, Pokal wählen. Nehmen wir schon irgendwie einen schönen Pokal. Okay, sind alle hässlich. Nehmen wir den da. Spiele gegen jedes Team zweimal. Ersatzspieler 7. Jawohl. Machen wir mal weiter. Manchester United ist dabei. Team hinzufügen. England. Arsenal. Team hinzufügen. England. Chelsea. Team hinzufügen, England, Liverpool, Team hinzufügen, England, City, haben wir eh schon alle bis auf einen, einer fehlt noch, 5 haben wir jetzt, England, Tottenham, die noch nie irgendwie was Großes gewonnen haben, Hauptsache sie sind dabei, genau, wir wählen einfach mal alle aus, das passt, Team hinzufügen, jetzt kommen wir zu den italienischen Teams, Italien, AC Mailand, Team hinzufügen. Wo haben wir sie? Inter Mailand, Team hinzufügen. Das gute alte Juventus, Piemonte Calcio. Ja, die sowieso mehr oder weniger nichts zu sagen haben in diesem Spiel, die sowieso schon nicht drin sind. So, und jetzt haben wir noch 3 Teams aus Spanien. Also wie gesagt, ich gehe jetzt einfach nur von diesen 3, von diesen 12 Gründungsteams aus, die hier mitspielen. Da haben wir Atletico und dann haben wir nur noch eins und das ist Barcelona. Die Teams, die das meiste Geld brauchen. Genau, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Das sind die Teams, die teilnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Der Fußball ist wieder da. Ja, der Fußball ist wieder da. Ich meine, der Fußball ist tot vielleicht, aber mehr auch nicht. Ja, pass mal auf, Super Leer League. Jawohl. Mailand gegen Manchester United. Top-Torjäger. So, jetzt haben wir eine Super League-Vorschau. Was haben wir hier noch? Begegnung von Manchester United festgelegt. Ja, schön und gut. Wir werden jetzt einfach mal nichts mehr arbeiten. Wir lassen sie so spielen, wie sie da jetzt drin sind. Alle Mannschaften. Das Einzige, was wir machen können, ist... Wir können auch nicht simulieren, gell? Schnellsimulation. 1-1. Okay, das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, wenn wir das alle schnell simulieren müssen. Schnellsimulation. Es sind halt immer 6 Spiele pro Spieltag. Können wir eigentlich mal die ganze Serie machen die Woche, eigentlich. So, nach dem... Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. 2-1, City gewinnt. Schauen wir mal, wir machen Spieltag für Spieltag jetzt einfach mal durch. Wie gesagt, sind insgesamt 22 Spieltage. 22 Tage machen wir es nicht raus. Wir teilen das jetzt einfach mal durch
3 Tage, würde ich sagen. Das heißt, 7 Spieltage pro Folge. Das ist, glaube ich, machbar. Und danach schauen wir einfach mal an, wo wir da stehen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, wir nehmen nur ein Team. Dann tun wir uns leichter. Das Problem ist nur dann, wir wissen nicht, wer am Ende gewinnt. So. War das der erste Spieltag? Jawohl. Arsenal Tabellenletzter, Juve Vorletzter, Liverpool, wir sehen was. Barcelona führt vor Atletico, City, Real, Inter, United auf der 6, Mailand auf der 7, Tottenham auf der 8. Nicht schlecht. So wie gesagt, das ist das Einzige, was mich ärgert. Ich hätte gerne gehabt, dass man es schneller vorspielen kann. Oh, 3-1 verliert Barcelona gegen Man United. Das ist heftig. Das ist definitiv heftig. Arsenal verliert wieder, wirklich Wunder. Überrascht mich jetzt nicht sehr. Chelsea gegen Real. Mal Real gewinnt. Liverpool gegen Turin. Liverpool holt sich den Sieg. Juve startet sehr, sehr flach bisher. Und so flach, so wie schwach. Nur ein Tor in 2 Spielen. Inter schlägt City. Okay. Das ist ein Ausrufezeichen. Tottenham haut die Mailänder weg. Halleluja. So, das war der 2. Spieltag. So, nach 2 Spieltagen haben wir schwarz auf weiß. Atletico Tabellenführer vor Real Madrid. Manchester United auf der 3, Tottenham auf der 4, Inter auf der 5, Barca auf der 6, Liverpool, City, AC Mailand, Chelsea, Piemonte und Juve. Juve und Arsenal. Ich habe nie was gesagt. Schnellsimulation. United gegen Tottenham. 1-1. Trennen sich unentschieden. Beiden Teams nicht unbedingt gut. Mai. Beide Teams noch nicht verloren. 5 Punkte. 3 Spiele, jeweils ein Sieg und 2 Unentschieden. Boah, AC schlägt City mit 1-0. Das ist herausragend. Automatisch ersetzen. Schnellsimulation. Inter schlägt Liverpool. So, Juve gegen Chelsea. Oh, Juve mit dem ersten Sieg. Und dann gleich mal 4 Buden gemacht im 3. Spiel. So, Arsenal gegen Real Madrid. Sollte eigentlich eine klare Angelegenheit sein, wollte ich gerade sagen. Real 2-0. Ohne Probleme. So, letztes Spiel dieses Spieltags. Barca gegen Atletico. Barca gewinnt. Mit 1-0. So, 3. Spieltag. Was haben wir denn da stehen? Tabellenführer Real Madrid vor Inter Mailand. Dann Barcelona, Atletico, Man United, Tottenham, AC Mailand, Juve, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal. Also 4 von den 6 englischen Teams sind einfach die letzten 4. Tottenham ist der Tabellenführer der zweiten Hälfte. War nicht ganz. Tabellenführer der zweiten Hälfte ist der AC Mailand. Tottenham und Manchester ziehen das Schlusslicht der ersten der Tabellenhälfte. Also die englischen Vereine bisher nicht so gut. Die Spanier, 3 Mannschaften, alle 3 in den Top 4. Ausrufezeichen. Und dann haben wir natürlich mit Inter noch durch die Überraschungsmannschaft auf 2 definitiv. Joa. Kann man, glaube ich, wenig sagen. So, machen wir weiter. Atletico United 1-1. United quält sich von Unentschieden zu Unentschieden so ungefähr. Oh, Barça gegen Real El Clásico. 1-1.
Die Liga der Unentschieden. Arsenal gegen Juve. Juve schlägt Arsenal. Arsenal noch kein Spiel gewonnen. Chelsea gegen Inter. Das ist jetzt sehr interessant, weil wenn Inter jetzt hier gewinnen sollte gegen Chelsea, verlieren aber. Giroud macht die Bude. Liverpool gegen Milan. Liverpool schlägt den AC Mailand. So, dann haben wir jetzt hier Tottenham gegen City. Wie gesagt, City könnte unten rauskommen mit einem Sieg. Und das tun sie auch. Torschütze Kun Aguero in der 25. Minute. So, dann ist der vierte Spieltag auch schon rum. Ja, Real-Tabellenführer vor Barca und Atletico Madrid. Ist natürlich ins Ausrufezeichen. Drei spanische Mannschaften und alle stehen auf 1 bis 3. Inter auf der 4, Juve auf der 5, United aktuell das Licht am englischen Himmel mit Platz 6. Juve ist schon Liverpool, City, Tottenham 7, 8, 9, Mailand auf der 10, Chelsea auf der 11 mit 3 Punkten. Aber es war dieser eine Sieg, den sie geholt haben und gegen Inter und Arsenal einfach Tabellenletzter. 2 Tore, 9 Gegentore, minus 7, 4 Spiele, 4 Niederlagen. Punktelieferant aktuell. Aber Real marschiert halt vorne weg. So, und jetzt haben wir natürlich hier gleich mal ein sehr interessantes Derby. United gegen City. Aua. 4-0 ist ein bisschen hoch. Tottenham gegen Liverpool. 1-1. Der Standardergebnis dieser Liga, ohne Witz. So. Automatisch ersetzen. Mailand gegen Chelsea. Chelsea kommt weiter raus aus der Krise. 6 Punkte. Inter gegen Arsenal. Uh, 3-2. Arsenal verliert. Knapp. Aber sie verlieren wieder. 5 Spiele, 5 Niederlagen. So, und das müsste eigentlich... Nee, ist noch nicht ganz das letzte Spiel. Juve gegen Barca. 2-2. Juve kriegt zumindest einen Punkt vom Tabellenzweiten. So, und jetzt haben wir natürlich Madrider Stadtderby. Hier zum Ende des 5. Spieltags. Das ist natürlich schon ein Ausrufezeichen. 1-1. Das heißt, 5 Spieltage sind rum. Wir schauen natürlich wieder die Tabelle an, wie immer. Ich schaue gleich auf die Zeit. Die Zeit passt gut. Sind wir gut dabei. Real Tabellenführer mit 1 Punkt Vorsprung vor Inter Mailand. City auf der 3 mit 9 Punkten. Barca auf der 4. Atletico auf der 5. Juve 6. Liverpool 7. Tottenham 8. Chelsea auf der 9. United durch die 4-0-Niederlage rutscht ab auf Platz 10. Mailand auf der 11 mit 4 Punkten und Arsenal weiterhin Tabellenletzter mit 0 Punkten. Und die erste Mannschaft, die mehr als 10 Gegentore kassiert. Beste Defensive aktuell Manchester City mit 3 Gegentoren. Bester Angriff Juve mit 9 Toren. Schlechtester Angriff AC Mailand mit 3. Die haben genauso viel geschossen, wie City kassiert hat ungefähr. So, jetzt da United gegen Real Madrid. Das ist natürlich auch ein ekelhaftes Game. Für mich als United-Fan. 2-2. Sie holen zumindest einen Punkt. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Auch wenn es definitiv besser gehen würde. Atletico gegen Juve. Atletico schlägt Juve. Barca gegen Inter. Inter, wie gesagt, die spielen da immer noch richtig gut mit. Inter gewinnt 4-1. Halleluja. Barca hat richtig eine auf den Sack gekriegt. So, was haben wir hier? Arsenal und Milan. Oh, Tabellenplatz 11 gegen Tabellenplatz 12. Das ist natürlich ein interessantes Spiel. Kann Arsenal den ersten Sieg einfahren im 6. Spiel? Nein, können sie nicht. 6 Spiele, 6 Niederlagen. Nachdem sie 1-0 vorne waren, das ist super bitter für Arsenal.
Und das ist natürlich jetzt heftig, weil jetzt sind die anderen weit weg. 7 Punkte. Das ist 6 Punkte auf Chelsea Rückstand, 6 auf Tottenham. Tottenham hat aber noch ein Spiel, Chelsea hat noch ein Spiel. Wenn die jetzt unentschieden spielen, haben die 7 Punkte Rückstand. Und das tun sie. Und Arsenal hat damit 7 Punkte Rückstand. Also die floppen mal richtig. Und wenn man sich jetzt die Liga anschaut, ist natürlich super spannend aktuell. Inter Tabellenführer mit 13 Punkten, danach Real Madrid. Ach schon, wir haben noch ein Spiel. Lass uns das eine Spiel noch machen. Und dann können wir uns die Tabelle nochmal anschauen wieder. City schlägt Liverpool 3-2. Und somit übernimmt City Tabellenplatz 2, glaube ich. So, 6. Spieltag. Ein Spiel, der kann man noch, dann ist die erste Folge rum. Inter auf 1, City auf 2, Real auf der 3, Atletico auf der 4. Real noch kein Spiel verloren, by the way. Atletico auf der 4, Barca auf der 5, Juve auf der 6. So, und dann haben wir tatsächlich nur einen englischen Verein. Jetzt kommt Tottenham, Liverpool, Chelsea, United. 7, 8, 9 und 10. Vor allem Platz 6 bis Platz 11, 7 Punkte. 7 Punkte. United 4 unentschieden, genau wie Tottenham. Beide erst ein Spiel gewonnen und eins verloren. Aber 4-mal unentschieden gespielt. Wundervoll. Danach kommt gleich Real mit 3-mal unentschieden. Und Tabellenletzter Arsenal. 6 Spiele, 6 Niederlagen. Ist, glaube ich, relativ aussagekräftig. So, Spieltag Nummer 7. 2-2. Schauen wir mal. Chelsea gegen City. 3-1. Chelsea verliert gegen City. City übernimmt somit vorerst mal die Tabellenspitze. Tottenham gegen Arsenal. Londoner Derby. Kann Arsenal zum ersten Mal gewinnen? Nope. 7 Spiele, 7 Niederlagen. Arsenal am Boden. Milan gegen Barcelona. Ach, da sehe ich eigentlich auch keine Chance für Mailand. 2-0, sah ja Messi mit dem 1-0, bringt Barcelona da auf die Siegerstraße. So, viele Spiele haben wir nicht mehr. Atletico gegen Inter, da geht es um die Tabellenführung. Und Inter muss sie abgeben. Inter schafft es nicht. Verliert gegen Atletico Madrid. So, haben wir jetzt noch ein Spiel an diesem 7. Spieltag. Ansonsten war es das nämlich. Nein, Juve gegen Real ist das letzte Spiel für diese Folge. Wir simulieren wieder fleißig. Und 1-1. So, und dann schauen wir jetzt, bevor wir die Tabelle anschauen zum Abschluss dieser Folge, schauen wir erstmal hier auf die Top-Torjäger. Wer hat denn die meisten Tore geschossen? 7 Spiele Sterling, Salah mit 5. Ronaldo, Aguero, Kroos, Bergwijn, Dembele, Felix mit 4 Toren. Besser Torschüsse für United, Martial mit 3. Okay. Torvorlagen, Lacazette mit 3 Vorlagen. Das ist natürlich wundervoll. Bringt ihn aber nichts. Ohne Gegentor Lloris 2-mal. Genauso wie der Stegen, Ederson und Mendy. Ja. Ansonsten ein paar haben es noch gar nicht geschafft. 10 Torhüter stehen auf der Liste. United fehlt und Arsenal fehlt. Also De Gea und Leno noch ohne Gegentor. Rüpel der Saison bisher, Benzema und Son mit jeweils 3 gelben Karten. Und die einzigste rote, Thiago. Du böser, böser Junge. Du böser, böser Junge. So, schauen wir uns die Tabelle an. Schauen wir, was da steht. City auf der 1 mit 15 Punkten, Atletico direkt dahinter, zusammen mit Real und Inter Mailand. So, und dann haben wir den ersten Cut drin, haben wir nämlich 2 Punkte Abstand von Inter auf Barcelona auf Platz 5. Die haben 11 Punkte, dann Tottenham mit 10 Punkten. Juve, Liverpool, United mit 8 Punkten, Chelsea und AC Mailand mit 7, Arsenal 7 Spiele, 7 Niederlage, 0 Punkte. Ausrufezeichen. Das ist natürlich schon heftig, das ist natürlich schon heftig. Ja, würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie das hier weiterläuft. Bin sehr, sehr gespannt. Ja, wie gesagt, haben dann noch ein paar Folgen vor uns. 3 Stück an der Zahl. Und dann schauen wir mal, wer Meister wird. Aber im Moment würde ich tatsächlich tippen auf City,
Also auf einen von den ersten vier tatsächlich. Ich glaube nicht, dass die anderen das nochmal rausholen können in den nächsten Spielen. Aber Inter, Real, Atletico oder Man City. Genau. Schau mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei der Simulation zur Super League. Bis dahin, Ciao mit V. Bleibt gesund. Wir sehen uns.